Tag Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Backe-Programmier-Reihe. Wie gesagt, ich nehme das Ganze jetzt in Folge auf, das heißt, ich konnte nicht auf die Kommentare von eurem letzten Video eingehen, die ihr geschrieben habt. Und ja, deswegen, von der Größe her weiß ich immer noch nicht, ob das euch so passt oder ob ich das größer, kleiner machen soll. Es sind jetzt 12 Stunden vergangen oder so seit dem letzten Video, bei mir zumindest, bei euch müssen das 3 Tage sein, vielleicht auch 6 Tage, wenn ich ein anderes Video dazwischen mache. Und ja, deswegen könnte es sein, dass ich, also es ist gerade 0 Uhr, es ist gerade 1 Uhr sogar, könnte sein, dass sich das Ganze sehr ruhig ist und ja, wundert euch nicht, weil meine Eltern schlafen schon. Und ja, wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, was gar nicht so unwichtig ist, und zwar mit den Scoreboards. Und ich habe das Video nochmal aufgenommen, gerade schon mal aufgenommen. Muss ich jetzt nochmal machen wegen einem Fehler, den ich gemacht habe, der war gar nicht so unbedingt gering klein wie die anderen Fehler, die ich jetzt so in meinen Videos drin hatte. Und weil ich da ein paar Sachen gefehlt habe, aber ja, auf jeden Fall muss ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Aber ich werde einfach nochmal den Roman erzählen, den ich bei den letzten Videos vorgetragen habe über Scoreboards. Und zwar ja, empfehle ich die Verwendung von Scoreboards für alle Plugins, die ihr so macht, egal ob der, also vor allem für Minigames. Ich glaube, das ist jetzt so was ist wie Survival Games, Bad Wars oder so. Scoreboards zu verwenden ist sehr wichtig, finde ich. Für mich als einen neuen Spieler, jetzt wo jeder mögliche Server irgendwelche Bad Wars Plugins hat, jeder mögliche Server Survival Games hat und man sich nur durch Besonderheiten des Plugins irgendwie absetzen kann. Wie zum Beispiel so einem Scoreboard oder so. Ist sehr wichtig, dass man ein gutes Scoreboard hat, also so ein gut strukturiertes und auch für die Nutzer. Die Nutzer sehr ansprechend ist halt. Und das ist auch so eine Sache, durch die man sich, wie gesagt, absetzen kann von anderen Plugins. Von anderen Plugins auf anderen Servern. Und deswegen sind sie sehr leicht zu erstellen. Muss man nochmal kurz, weil ich jetzt gerade irgendwas bewegt hat. Sind sehr leicht zu erstellen. Das ist auch eines der Themen bei Bucket, bei denen es auch ja ein bisschen ruhiger, ein bisschen, keine Ahnung, lockerer zugeht. Man hatte natürlich so immer so einen theoretischen Themen, wie zum Beispiel Raylist oder Hashmaps oder so, die dann da, wo dann wirklich sehr viel Theorie drin steckt, wo man nicht jetzt irgendwas verändern kann, irgendwas anpassen, mit so irgendwelchen Sachen rumspielen, irgendwelche Werte verändern kann, wie man zum Beispiel letzte Folge schon gesehen hat bei den Enchantment-Sachen, irgendwann mal die Werte wie 2000 setzen oder so, keine Ahnung. Irgendwie so eine Rumspielerei oder so kann man hier nicht machen. Kann man bei solchen theoretischen Themen eigentlich nicht machen wie bei Raylist. Aber bei Scoreboards ist es sehr viel, was da an Kreativität gefordert ist, echt mal. Was man noch mit rumspielen kann. Ich werde euch auf jeden Fall die eine oder andere Seite da in die Beschreibung packen, wo ihr seht, was man da so alles dran verändern kann. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an und wir wollen das Ganze so machen, dass wir einen Journalist haben. Das heißt, wenn der Spieler auf den Server kommt, haben wir hier schon eine Methode, hier Player Join. Sorry, und wir wollen, dass dem Spieler ein Scoreboard mitgegeben werden wird, das erstellt, dass man halt ein Scoreboard auf der Sidebar hat, das heißt an der rechten Seite, und eins unter dem Namen, und das die Leben anzeigt. Und wie das Ganze geht, werde ich es einfach mal zeigen. Wir werden einfach mal hier so eine Private Static Void, hier, wie haben wir das umgenannt? Okay, Setup Scoreboard. Ach, sorry, ja, erstmal haben wir den Player P, dann Integer Kills und Integer Deaths. So, oh, das quietscht so ekelhaft. Ich muss mal kurz meinen Schreibtisch da einschieben. Mein Schreibtischunterlage für Tastatur aus. So, und das erste, was wir machen müssen, ist ein Scoreboard Manager stellen. So, wenn ich jetzt nicht vergesse, werde ich nochmal später was zu sagen. Nehmen wir einfach mal SM, das ist gleich bucket.getScoreboardManager. So, hier. Und jetzt stellen wir ein Scoreboard. Übrigens fragt euch nicht, warum ich das Ganze nicht importieren muss. Ich habe das, wie gesagt, schon mal aufgenommen. Seht ihr hier die ganzen Imports? Habe ich es einfach mal nicht gelöscht. Und ja, es ist wichtig hier beim Board, dass ihr dieses hier, warum das hier, dieses Rockback Scoreboard links importiert, weil das andere ist was Komisches da. Und ja, Board ist gleich Manager, nee, Quatsch, SM heißt da bei uns, .getNewScoreboard.
So, jetzt kann man damit einige Sachen anfangen. Unter anderem kann man da Teams machen, das heißt, ja, wie gesagt, mehrere Teams mit erstellen und meinen Teams einige Anpassungen machen. Das kann ich euch hier nochmal zeigen, darauf werde ich jetzt nicht eingehen, könnt ihr euch selber nochmal hier die Seite angucken. Das hat hier die Sendung hier sehr schön erstellt und auch sehr gut beschrieben alles, könnt ihr euch nochmal alles durchlesen auf Englisch. Mit den ganzen Teams Sachen, die hier erstellt werden können, könnt ihr euch wie gesagt durchlesen, ich werde darauf jetzt nicht eingehen. Weil habe ich jetzt noch nicht verwendet, sehe ich jetzt auch nicht keinen Fall, wo das jetzt wirklich wichtig ist, wo man das nicht umgehen kann mit irgendwas anderem, wo das genauso einfach ist. Und ja, Scoreboard, dann werden wir jetzt einmal weitermachen mit den Objectives. Und zwar Objective. So, yes, keine Ahnung, wir haben das einfach mal. Wir müssen dann zum Beispiel Sidebar. Ist gleich what und register new objective. So, und jetzt geben wir den Namen, keine Ahnung, Sidebar, wie gesagt. So, und jetzt haben wir einige Optionen, ich habe keine Ahnung, wie das der Parastrophe ist. Können wir hier nochmal nachgucken, Criterion, ja, in Englisch ist toll. Und zwar haben wir einige Möglichkeiten, hier was reinzuschreiben. Und zwar ist es die Art des Scoreboards, also wie sie sich verhalten soll. Zum Beispiel kann man da so Sachen machen wie Health, dass es automatisch halt die Lebensanzeige darstellt, lässt sich auch, wie ihr es darstellt, nicht bearbeiten. Ich werde euch die Seite nochmal natürlich in die Beschreibung tun. Oder XP, Level, Foot, Armor, ja, weiß ich jetzt nicht ganz, was das sein soll, habe ich mir alles natürlich durchgelesen. Oder Death Count oder so, kann man alles nochmal machen. Dummy ist so das Standardmäßige, damit kann man ziemlich alles machen und das werden wir jetzt auch verwenden. Könnt ihr euch hier unten. Das weiß ich nicht ganz, was ist, aber ist bestimmt auch cool. Wir werden jetzt natürlich nicht jetzt tief in das Thema reingehen, sondern einfach nur so die einfachsten Sachen, die man auch meistens verwendet, einfach wenn man Scoreboards macht, machen. Beziehungsweise werde ich euch erklären und sonst könnt ihr euch natürlich was dazu durchlesen. Wie gesagt, werde ich euch in die Beschreibung packen. So, Dummy, und bei diesen Objectives, wie gesagt, haben wir es genannt, Setbar, Punkt, Set Display Slot, das heißt, wo es angezeigt werden soll. So, Display Slot. Punkt, und jetzt hat man Below Name, das ist unter dem Namen, Playerlist, das heißt, eine Tabliste oder das Setbar. Also rechts halt, werden wir jetzt machen. So, Setbar, Punkt, Set Display Name. So, den Namen davon. Jetzt könnt ihr hier euren Servernamen eintragen, zum Beispiel, oder, keine Ahnung, Survival Games oder so. Keine Ahnung, wie dein Server. So, sowas hier zum Beispiel. Ja, und jetzt kann man Scores erstellen, das heißt einzelne Punkte, die halt da drin stehen. So, Score. Ich werde das mal dran hier. Score, zum Beispiel SC Online. Ist gleich Objective. Get score, wir haben es gar nicht Objective genannt. Ich habe die Objective mal zappbar. Punkt, get score. Ich habe das rechts auf dem Bildschirm nochmal offen, das Ganze getestet natürlich. Und ja, zum Beispiel kann man das jetzt so machen. Also, man hat erstens ja auch die Möglichkeit, online so hinzuschreiben und dann den Score davon zu setzen. Das heißt, SC online und set score und dann hier get. Online Players. Punkt. Was heißt? Das heißt, dass man eine Variable, das online sich verschieben kann. Das Scoreboard, das heißt, man hat online und dann steht automatisch von Bucket halt erstellt ein Score rechts, eine Zahl, in der Ganze auch verschiebt sich nach oben oder unten, kennt ihr wahrscheinlich. Und kann man entweder so machen oder man macht das Ganze so, wie ich das halt immer mache und macht das hier hinter. Kann man jetzt auch natürlich auch eine Farbe dazu machen. Ist vielleicht ganz cool. Und macht hier eine feste Zahl, dass das Ganze sich nicht verändert. Und das Ganze da bleibt. Hat den Vorteil, dass online halt zum Beispiel immer oben ist, dann kills, dann deaths. Und dass es sich nicht verschiebt ist und nicht einfach immer heißt, zuerst Tode, dann online, dann kills. So, sorry, meine Brücke kommt rein. Dass es nicht einfach immer heißt, zum Beispiel Tode, dann online und dann erst kills. Es macht nicht so viel Sinn und deswegen bevorzuge ich diese Variante. Aber müsst ihr für euch entscheiden. Wie gesagt, das ist ein Thema, wo man sehr viel drauf spielen kann.
und sehr viel halt Eigenheiten mit reinbringen kann. So, Kills. Das Ganze nochmal mit, wie hab ich's hier gemacht? 3 Kills und dann, die Kills, die wir hier oben als Variable mitgeliefert haben. So. Punktscore 1, das heißt, das 1 da drunter. Das wollte ich nicht. Und SC Devs. 3 Devs. Und hier nochmal SC Devs. Und hier 0. So. Und ja. Letztendlich von alleine, wir haben hier 3, 2, 1 und dann Online Kills Devs. Ja. Findet man bei so gut wie jedem Plugin. Bei Survival Games würde das Sinn machen, weil etwas weiß ich nicht, ob das Sinn machen würde, weil man halt Kills hat. Ohne Ende, aber halt nicht so Kills im Sinne von man hat Leute wirklich rausgehauen aus dem Spiel, keine Ahnung. Müsst ihr für euch entscheiden. Bei SkyPvP macht das auch durchaus Sinn. Naja, keine Ahnung, müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr das machen wollt. Und ja, wir werden hier noch ein Objective erstellen, und zwar Objective Player Name. So, das heißt unter dem Spielnamen Board.register new Objective. So, Rename haben wir es genannt hier. Und hier machen wir Help. So, das heißt, das Ganze stellt das Leben dar. Und jetzt werden wir einfach Pname nehmen. Und set display name. Dann machen wir einfach aus 20. Keine Ahnung, so aus 20. Und Pname. Und set display slot. Ja, kurz aufgelinkt, Display Slot. Punkt, Elo-Name, natürlich. Und ja, das war's auch schon. Was wir jetzt noch machen müssen, ist p.setScoreboard und dann Board. Und dann hält mir das Ganze schon. Mehr ist das nicht. Naja, was ist mehr ist nicht, es ist einiges, aber das ist im Vergleich zu den letzten Videos nicht wirklich viel. Mal sehen, wie habe ich jetzt 13 Minuten, okay, das ist schon einiges. Aber ja. Also läuft das mit den Scoreboards. Ihr könnt hier sehr viel drin rumspielen, wie gesagt, sehr viel eigenes mit reinbringen und euch auch von anderen Plugins durch unter anderem Scoreboards abheben. Natürlich durch andere Sachen, aber Scoreboards sind so mit die Sachen, die am meisten auffallen, sag ich mal. Die man auch schon direkt sieht. Und weil das Ganze private ist, müssen wir das Ganze hier bei dem Player Join mit reinbringen. Das heißt Setup Scoreboard. Dann P. Kills machen wir dann einfach 2-2, könnte man jetzt auch natürlich verbinden mit einem System, mit einem, keine Ahnung, mit einer Raylist, wo Kills im Desk gespeichert werden. Haben wir ja irgendwo, glaube ich, schon mal, gespeichert, gemacht. Kann das sein? Wie eine Config oder so? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das war's eigentlich schon. Ich habe das meiste erklärt, wir werden das Ganze jetzt natürlich nochmal zeigen. So, Reload. Und sagen wir, ich geh jetzt nochmal kurz selber runter. Ist irgendwas gedrückt? Es wird irgendwas aufgehen. So, dann sieht man halt auf der rechten Seite hier dein Server, dann online, 2 Kills, 2 Devs, 2. Und das ist halt das, was ich meinte. Man kann das entweder halt so machen, wie ich es gemacht habe. Das heißt, online wird immer hier bleiben, die Zeit hier wird sich verändern. Kills und Devs wird auch immer an dieser Stelle bleiben. Es wird natürlich auch Trennsymbole oder so weiter hier reinmachen. Oder man macht das halt online und dann ist die rote Zahl 2 Kills halt und dann wäre hier nochmal ein 2 und Devs 2. Das hat diese Variante hier, also die wir hier sehen, hat den Nachteil, dass das manchmal ein bisschen verwirrend sein kann mit den roten Zahlen hier, dass man hier eine Zahl und da eine Zahl hat, ist für einige, die neuen Server sind ein bisschen verwirrend, vielleicht, keine Ahnung. Aber wenn man ein zweites Mal anguckt, dann versteht man das System auch so. Das andere hat ja halt den Nachteil, dass es, wie gesagt, zum Beispiel Deaths steht dann online, dann ist Kills und finde ich nicht sehr schön. Aber es gibt bei einigen Systemen unter anderem Sinn, durchaus Sinn. Müsst ihr für euch entscheiden, kommt halt natürlich auch auf das Plugin an. Und ich werde dann mal mit dem zweiten Code hier hingehen und zeigen das Ganze hier. Und ich funktioniert ab einer bestimmten Range. Das heißt, man sieht von hier aus nicht, wie viel Leben zum Beispiel ich habe. Wenn man in der Arena kommt, sieht man, ich habe 20 auf 20. Und wenn ich mich schlage, dann werde ich auch weniger haben. Ich habe jetzt keine Lust dafür, extra aus dem Game zu gehen. Ich
denke mal, ihr glaubt mir das halt. Und ja, sieht man hier auch. So. Und ja, war jetzt ein bisschen ruhigeres Video. Aber trotzdem, denke ich mal, ich könnte einigen von euch damit helfen, hoffentlich. Und wenn das so ist, dann lasst nochmal ein Like da. Keine Ahnung. Ich finde immer nie eine Abmod irgendwie. Weiß nicht. Irgendwie mit Likes da lassen, finde ich cool. Keine Ahnung, ich hoffe, es hat euch gefallen, was sage ich normalerweise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich normalerweise sage. Auf jeden Fall, haut rein, bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.